Hallo und herzlich willkommen, ihr coolen YouTuber bei den coolen Aufregers mit diesmal Olli und dem coolen. Ja, dem coolen Olli und dem coolen Dave, der jetzt ganz cool gleich Shadow of the Colossus spielt, HD. Und habe ich schon gesagt, wir sind beim Koloss Nummer 13? Ja. Okay, also. Hallo! Okay, Leute, es wird spannend. Wir haben letztes Mal mit Yannick erlebt, wie er den kolossalen Wasserbüffel, Stier, Koloss, was auch immer das jetzt genau war, erlegt hat. Also wir haben selber schon so eine kleine Diskussion gehabt. Also was warst du denn? Gute Frage. Was war das? Das war cool. Warte. Das war cool, mach das nochmal. Geht? Krass. Haha. Ha. Aber cool, Koloss 13, dass wir das jetzt auch mal rausfinden. Ja, endlich. Okay, später so bleibe ich jetzt die ganze Zeit. Ja, irgendwie die Richtung. Ja. Warte, Himmel? Nee, Boden? Nee. Nee, links, einfach mal geradeaus. Ja, das sieht gut aus. Aber ich glaube, ich bin langsamer, wenn ich so mache. Ja, nee, du kannst in vollen Sprint so hier. Geht schon. Like a Boss so reinreiten. Ja, geht, guckt euch das an. Ah! Saugeil. Also wir haben im letzten Koloss, war schon sehr eindrucksvoll und vor allem sie werden nicht nur größer, also es kommt gleich auf die Größe an, das ist eigentlich eher, dass es einfach immer schwerer wird zu sehen, was muss ich jetzt eigentlich machen. Und das ist halt, die Viecher werden irgendwie immer aggressiver, es ist langsam, man hat vor jedem Angst, egal ob er groß oder klein ist. Ja. Aber ich bin mal wieder mit einer Schlange dran, so wie wir wissen, glücklicherweise. Aber eine, wo er Hilfe hatte. Wir haben ja auch am Schluss vom letzten Part jetzt gesehen, dass das so eine kleine Sequenz war. Und wir vermuten, also wir vermuten jetzt mal, das sind Gefolgsleute oder Untertanenritter von diesem jungen Mann, weil er ja ein Prinz ist. Aber es könnte auch sein, weil er eine Maske hat. Nee, jetzt echt keine Eidechse, bitte. Weil er eine Maske hatte, die mir zumindest sehr bekannt vorkam vom allerersten Part, als Dormian was über diese Welt erzählt hat. Da war nämlich die Karte, diese Maske, die was erzählt hat, mit Rauch drumherum. Und der eine Anführer von denen praktisch hat diese Maske aufgehabt. Ich weiß nicht genau, ob da ist eine Eidechse mit Ding, mit Schwanz. Oh, geil. Mit Schwanz. Wo bist du hin? Und deswegen kann es auch sein, dass es wirklich irgendwie Dormian in menschlicher Gestalt ist, der... Da! Also so oder so. Ja. Sehr schön. Also so oder so glauben wir jetzt, dass diese Menschen aus dieser Sequenz uns jetzt bei diesem Koloss jetzt wahrscheinlich zur Seite stellen werden, weil es heißt, ihr seid nicht allein. Und das ist ja mal einfach mal ein Wort. Ja, Mann. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Müssen wir da runter? Ich weiß nicht, du kannst mal ins Licht reiten und mal dein Schwertchen heben. Oder jetzt kommt noch eine Brücke. Ich wollte gerade sagen, es kommt mir aber so vor, war das nicht der eine Weg schon zu einem Gebiet davon? Nee, also mir kommt es nicht bekannt vor. Mir kommt bekannt vor, guck da vorne. Da, wo es hochgeht. Ja, aber zumindest ist es ja, war wieder von Wüste die Rede. Bestimmt, ja. Sieht nicht von nach Wüste aus. Ach, findest du? Ja, wirklich. Und du hast immer noch Probleme mit dem Pferd. Ja, das Pferd ist einfach nicht mein Freund. So. Warum reitest du? Danke. Ja, ich sollte vielleicht das Schwert auch in die Hand nehmen, damit ich es heben kann. Das wäre so eine Grundvoraussetzung manchmal. Da lang. Ah, ich bin wieder falsch abgebogen, so wie vorher. Aber ich muss sagen, ich habe immerhin jetzt eine Eidechse gefunden mit Silberschwanz. Da bin ich ganz froh. Also nach links. Leute, bis wir uns wieder auf dem richtigen Pfad befinden, würde ich sagen, zeigen wir euch mal nichts. Okay. Also, bis gleich. Leute, liebe Leute, das ist der neueste Dreh. Hier habe ich einen Burger, einen ganz besonderen Burger mit frisch ge... Qualen Gelee, genau. Egal. Ich glaube, wir haben die Wüste gefunden, weil das sieht einfach verdammt nach Wüste aus. Und da ist nochmal ein Speicherstein rechts. Ja, das bockt mich jetzt nicht. Okay. Ich sag doch keine. Er will ja keine Ausdauer haben, hallo? Nee, ich suche jetzt nach einer Ausdauer ist für Verlierer. Eben, wer Ausdauer sucht, der hat einfach so nichts drauf. Genau. Und jetzt. Und ich bock einfach nur diese Schlange. Du hast ein Riesengebiet. Wir können es jederzeit. Oh fuck. Nimm mal dein Schwertchen. Mein Schwertchen. Links. Ja, das sieht mir nach. Ist das der Koloss? Dieser Steintrümmer da? Ey, dieser riesige Felsspalt. Da diese. Was zur Hölle? Das ist bestimmt wieder eine Eidechse. Oder da hat es halt sicher auch wieder irgendwas mit dem Koloss zu tun oder so. Guck mal, ob du zu weit geritten bist. Ich würde ich nicht. Doch, bist du. Ja, bin ich aber im Gebiet. Das heißt, hier ist es irgendwo. Okay, du musst doch da. Du musst da rein, ja. Oder ja, da. Tatsächlich. Ja. Dann reite ich mal da rein. Oder muss ich absteigen?
Egal, ich reite da rein. Vielleicht ist da ein Loch. Nein, ich reite da rein. Ich reite da. Nein, da, nein, da, nein, da, nein, da, nein. So. Bin ich jetzt da? Ja! Oh, oh, oh Gott, hab ich Angst. Jetzt geht's los. Oh mein Gott! Es fliegt! Es fliegt! Hallo! Ja, das ist kein. Das sieht eher aus nach einem Insekt als nach einem. Nach einer Schlange. Alter! Wie soll ich den bitte dazu kriegen, dass er nah genug an dich rankommt? Das ist doch ein Witz. Ich weiß es nicht, aber er hat so unten solche leuchtenden Säckchen. Ja, schon. Oh geil, die gleiche Musik wie beim Vogel. Ja, ich freue mich auch schon. Gut, das heißt also erstmal wieder rumprovokateuren, würde ich sagen. Provokateur. Vielleicht muss er dann durch diese... Ich habe es auch gerade gedacht, ja? Durch diesen komischen Bogen. Dass er da hängen bleibt. Zum Beispiel. Aber ich muss ihn vielleicht erstmal auf mich aufmerksam machen. Wo ist er überhaupt? Wie kannst du das Riesenvieh übersehen? Da ist er. Hallo. Ja, da ist er vielleicht. Gut, dann schieß doch mal. Also ich würde auch sowieso sagen, da brauchst du dann Pferd. Glaubst du? Glaubst du wirklich? Ich glaub's wirklich. Oh mein Gott. Und du reitest immer weiter. Und immer weiter. Ach, ist doch egal. Ja, du bist aber, ja, ich bin durchs Tor aber blind durchs Tor, ey. Also läuft. Mach das erstmal nach, ja. Ja, ja, es kann nicht jeder so gut sein wie ein echter Aufreger. Ja, seht ihr, ihr müsst euch einfach auf mich verlassen, dann ist alles okay. Okay, ja? Das Ding ist verdammt schnell. Ja, es ist auch noch wendig, leck mich. Es ist riesig. Okay, ich hab echt jetzt schon keinen Bock mehr. Da glänzt irgendwas Komisches an seinem... Ja, ja, ja. Ich hab getroffen und es zieht verdammt viel für einen einzelnen Fall. Aber hallo. Ich glaube, du musst wirklich an diese leuchtenden... Ja, das glaube ich auch. Die Frage ist nur, muss ich irgendwie noch zum Schutz irgendwas tun, oder? Weiß ich nicht. Jetzt guck erstmal nach oben, wo er ist. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Rechts hoch an die leuchtenden Finger. Irgendwie. Ja, das sieht aus wie so kleine Körperchen, also. Ich zieh ihm auf jeden Fall was. Und er wird auf mich aufmerksam. Ja, er sprüht auch irgendwas. Er sprüht oder blutet? Ja, ich glaube, war das echt Blut? Schon. Kann sein. Was macht der? Also, Bewegungsmusteränderung, irgendwas? Okay. Ja. Ja, vielleicht gut. Muss ich erst seine ganzen Säckchen unten zerschießen, dass er dann auch auf mich zukommt? Ja, 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 ja. Die hinteren sind zerschossen, hast du gesehen? Ja, ich hab's auch gesehen, es waren vorher mehr. Okay. Okay, jetzt hat sich die Musik geändert. Hab ich Schiss. Oh, er kommt runter. Okay. Ja, okay, jetzt setzt er zum Angriff an. Oder er stirbt einfach schon und ich hab's voll drauf, weil ich so geil bin. Ah, guck mal hier. Ich kann einfach drauf, sicher. Werd schneller, werd schneller. Dummes Pferd. Schneller. 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 Oh Gott, schneller. Bitte schneller. Schneller. Wo spring ich ab? Greif. Ja. Oh ja. Okay, jetzt wieder Dreieck aufladen. Das geht grad gar nicht. Okay. Kannst du nicht Dreieck drücken? Nee. Also, ich kann überhaupt nichts. Okay. Wahrscheinlich habe ich ihn an der falschen Stelle sogar gespielt. Jetzt geht's. Jawohl, sehr schön. Okay, wow, wow. Oh Gott, das geht ja okay, gar nicht. Jetzt geht's. Oh nein. Oh shit. Oh mein Gott. Ist der hart. Ey, der ist aber hart. Nein, der lässt von alleine los manchmal. Scheiße. Verdammt. Leck mich. Da ist es. Da sind die Säckchen. Da ist Säckchen. Säckchen. Ich treffe das so, ich bin voll gut. Du musst aber manchmal auch ganz aufladen, ne, dass er weiter schießt. Ja, das schon, das weiß ich. Oh, okay. Pablo! Pablo! Vielleicht auch Pablo. Pablo! Komm her, Pablo! Jetzt haben wir schon 5 Namen für den. Ebel, wo ist er? Der gute Pablo? Da ist der Pablo. Ja! Nein. Jawohl. Ja, das habe ich drauf. Pablo ist der Koloss. Gewinne gegen Pablo. Oh mein Gott. Ja, ich komme auch voll gut drauf, weil ich so gut auf. Fuck. Ja, geht doch, danke. Dankeschön. Also einfach wieder schießen. Ja, schießen hat voll was. Oder müssen wir uns nochmal zeigen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Leute, ich zeige euch mal, wie es aussieht, sobald ich auf ihm drauf bin. Bis dahin, oder wie lange geht's schon?
Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Okay, sobald ich auf seinem Rücken bin, zeige ich euch, wie es abgeht. Also, bis dann. Bis dann. Leute, was geht ab? Ich bin doof. Nein, ja doch, doch ja. Übelst gut. Oh Gott. Genau. Ich bin doof. Na, kannst du fahren? Nee, ich glaube, es geht einfach nicht, während er noch nicht gerade ist. Okay, aber ist auf jeden Fall besser als ja. Ah, doch, es geht. Danke. Okay, dann fahren wir mal rechts. Okay. Es geht. Oh, okay, jetzt nicht mehr springen. Okay, ich brauche unbedingt noch ein bisschen Energie. Okay, jetzt kannst du ihn wirklich laufen. Ja, ich fest. Ja. Okay. Oh Gott, Gott, ist das Ding groß. Es ist nur ein Flügel, verdammt. Ein einziger. Halt dich fest. Halt dich fest, halt dich fest. Spring! Wow! Ja. Oh das ja. Ist sehr schön. Okay, wo ist mein Schwert? Schwert. Dann sitzt auf dem Flügel, weil dann raste ich aus. Nee, es war nicht auf dem Flügel niemals. Es ist ganz hinten. 100 pro ganz hinten. Oh Gott, ist der lang. Das geht doch nicht. Also auf seinem Schädel sieht nichts da. Ah! Das ist da. Ah, das ist halt auch geil. Hi. So, du kannst doch. Halt dich fest und stich. Wie stechen? Stehe ich auf Viereck. Oh Gott. Bam! Okay, nochmal. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, ob da jetzt Turbulenzen auftreten. Und BANG! Und gleich nochmal. Ah. Er dreht ab, warte. Okay, es ist eh verschwunden. Es ist so verschwunden, ja. Wow! Oh Gott! Okay. Was geht denn? Also eigentlich wäre das ja meine. Eigentlich wäre der Koloss eher besser für mich. Das wäre so meine offizielle Fortsetzung vom Vogel. Aber übelst. Wobei der Vogel noch ein bisschen schlimmer war, was die Turbulenzen anging. Beim nächsten gleich? Ja. Ja, tatsächlich. Es ist so ein... Krieg ich den in einem Teil? Vielleicht. Ah, oh Gott. Oh, oh. Halt dich fest, Alter. Scheiße. Er hat's zugemacht? Er hat's ernsthaft zugemacht? Wie macht das wieder auf? Ich glaube, da wo ich vorhin war, da habe ich eine Stelle gesehen. Was? Du kannst nicht mehr... Okay, nee. Was? Du musst nochmal... Ja. Die Musik ist auch gleich wieder... Ja. Und ist es Wasser? Nee, er hat sich verkauft. Ja, aber das sieht aus auch wie Wasser gerade. Oh, 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 oh. Was geht denn? Was ist denn los? Was passiert da? Was passiert? Okay, nix. Okay. Wow. Okay, gut. Okay, Leute, ihr habt jetzt gesehen, wie man den Koloss besiegt. Ich würde sagen, wir beenden den Part einfach. Liked uns, abonniert uns, geht auf Facebook und liked uns da auch. Ja. Bis zum nächsten Part. Ciao. Tschüssi.